Klima, was ist das eigentlich? Klima ist eine Art Durchschnittswetter. Also 5 Tage Sonne und 3 Tage Regen macht im Durchschnitt 8 Tage bedeckt, aber trocken. Oder vielleicht 8 Tage Aprilwetter. Ihr merkt schon, so einfach ist das mit dem Klima dann doch nicht. Nicht nur muss man bei den Mittelwerten berücksichtigen, wo der Ort auf der Erde liegt, über welchen Zeitraum man mittelt und wie sehr das Wetter um den Mittelwert schwankt. Bei uns zum Beispiel schwankt es ziemlich doll verglichen mit dem Wetter in der Sahara. Man muss auch berücksichtigen, wann verschiedene Wetterlagen auftreten. Aber selbst dann hat man das Klima als Gesamtsystem noch nicht beschrieben. Verschiedene Regionen im Klimasystem sind nicht unabhängig voneinander. Je nach geografischen und atmosphärischen Gegebenheiten beeinflusst das Wetter in einer Region das Wetter in anderen Regionen. Diese Interaktionen sind Teil des Klimasystems. Also nehmen wir das ganze Durcheinander vom Wetter überall und immer zu und stricken daraus ein Netzwerk und schauen uns dann an, was wir in dem Strickmuster sehen. Das wird gemacht, indem man Klimadaten an verschiedenen Orten vergleicht, zum Beispiel gemessene Temperaturverläufe. Dazu gibt es verschiedene Ähnlichkeitsmaße. Ein Ähnlichkeitsmaß ist eine Formel, die aus zwei Datenreihen eine Zahl berechnet, die die Stärke der Ähnlichkeit der beiden Datenreihen beziffert. Wenn das Ähnlichkeitsmaß einen bestimmten Schwellwert überschreitet, gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Punkten. Eine Verbindung bedeutet, so viel Ähnlichkeit, das kann kein Zufall sein. Es muss irgendeine Verbindung dazwischen geben. Aber was sagt uns jetzt das Netzwerk über das Klima aus? Um uns dieser Frage zu nähern, gehen wir einen Schritt zurück und vereinfachen das System radikal. Wir vergessen mal Sonneneinstrahlung, Erdrotation, Plattentektonik und Landschaftsformen und stellen uns vor, das Wetter passiert im Kessel der Wetterhexe. Die einzige Bewegung, die es gibt, ist das langsame, stetige Umrühren der Hexe. Wenn sie in einer Ecke eine Prise Hitze hinstreut, breitet die sich langsam über den ganzen Topf aus. Was heißt sich ausbreiten? Das heißt, an dem Punkt, wo sie die Prise hingestreut hat, kühlt es ab. Dabei erwärmt sich die direkte Nachbarschaft, die sich kurz darauf auch wieder abkühlt und dabei wiederum ihre Nachbarschaft erwärmt. Am Ende ist der ganze Topf nur ein kleines bisschen wärmer geworden. Aber wir haben an jedem Punkt eine Temperaturkurve, die steigt und wieder sinkt. Moment, also haben wir jetzt Temperaturverläufe? Temperaturverläufe können wir doch in Ähnlichkeiten und somit ein Netzwerk umrechnen. Wir nehmen also die Temperaturverläufe an verschiedenen Orten, die durch die Prise Hitze an einer Stelle im Klimakessel verursacht wurden, und rechnen daraus Ähnlichkeiten aus. Weil es aber eigentlich egal sein sollte, wo die Hitzeprise startet, streut die Klimahexe sie an jeden Ort einmal und wir bilden den Mittelwert davon und bekommen ein Netzwerk. Statt von den vielen, vielen Faktoren, von denen echte Klimanetzwerke abhängen, hängt dieses Netzwerk aber nur von dem magischen Rührmuster der Hexe ab. Oder anders gesagt, von dem Geschwindigkeitsfeld in der Flüssigkeit. Entlang der Geschwindigkeit gibt es längere Verbindungen im Netzwerk. In der Natur kann man das auch beobachten. Entlang von Ozeanströmungen sind die Links auch in richtigen Klimanetzwerken länger. Das Wissen aus dem vereinfachten Modell hilft uns somit bei der Interpretation von Netzwerkstrukturen.